Puh. Der letzte Bosskampf, ich nenne es mal Bosskampf, war schon ziemlich fordernd. Also ich kann es nicht nachvollziehen, dass viele meinen, es wäre zu leicht, das Spiel. Finde ich nicht. Gut, ich bin aber auch nach wie vor nicht hundertprozentig warm geworden mit diesem Kampfsystem. Aber egal, so oder so. Konfetti-Parade in Helheim. Alles klar, da ist schon wieder so ein optisches Rätsel. Die Hölle unter uns. Und wahrscheinlich auch die Hölle über uns. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze searching for secrets inside of me. Komm ich da irgendwo? Da ist eine Leiter. That even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Folgen wir dem einzigen Weg, der scheinbar, ja, zu begehen ist. Und da jetzt auch wieder atmosphärisch ist dieses Spiel top. Also das ist richtig großartig. So, wo wollen wir denn hin? Rechts hoch oder wir sind dann nochmal runter? Okay, da geht's aber auch lang. She has to fix it. Ja, das ist wieder so ein optisches Spielchen. Okay, ich glaube, ich weiß, wie es geht. Da geht's hoch. Wir brauchen einen besseren Blickwinkel auf diese Brücke. Behaupte ich jetzt mal. Oh, Runenstein. Zumindest war es nicht. Umsonst. Erzähl uns was, lieber Runenstein. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Ich habe das Gefühl nicht los, dass hier wieder irgendein Kampf stattfinden wird. Okay, da ist aber nichts. Sowas finde ich total unheimlich. Einfach nur Ketten oder Seile, die von der Decke hängen, mit unten so Widerhaken dran. Keine Ahnung, das ist ein Horrorelement, das finde ich richtig hässlich. Okay, da sind wir richtig, hoffe ich. Das war aber noch nicht alles. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Andere Position. Naja, das scheint so, als würden wir das von hier nicht machen können. Na gut. The long way back. Oh, ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt da irgendwo überfallen werden. Ne, was sage ich? So, ich würde das mit dem Block nochmal ausprobieren. Oh, ich würde das mit den Blocken gerne nochmal ausprobieren.
Oder auch nicht, egal. Wow. So, kann ich dich blocken? So nicht. Eben, wir haben ja dieses super coole Lichtlaserschwert-Dings. Oh, das ist schon wieder so ein großer. Verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. Also zumindest, die bewegt sich nicht mehr so schnell. Das ist schon wieder so ein fieser Fight mit 3 gegen 1. Bitte so. Wow, gerade rechtzeitig der Fokus. Scheibenkleister. Ja, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Ja, würde ich gerne. Würde ich wahnsinnig gerne. Ich würde es wahnsinnig gerne beenden. Okay. Ich finde das schade, dass ich, wenn nichts los ist, was wird sie tun? Wo verwahrt Hela die Seelen? Wie wird sie daran gelangen? Ja, mit purer Waffengewalt. Ich finde das schade, dass, dass ich außerhalb der Kämpfe nicht das Schwert ziehen kann und ein bisschen rumüben kann. Aber ist halt so. Der schlimmste Kampf steht uns aber jetzt noch bevor. Das war dieser Balken, den ich vorhin vermieden habe. Aber da ging sie nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen zurück. Oh, ich hätte so gern, ich weiß es nicht, mehr Spiele, die so ein Level-Design haben und grafisch so eine geile Atmosphäre vermitteln können. Da, oh no, das kann was werden. Na gut, Leute, ich werde jetzt mal wieder dahin sterben. Oder auch nicht. Manchmal läuft sie drüber wie ein junges Reh. Und da geht's wieder richtig rund. Steckt sich da was? Ach so, ja, wird da. The final battle. Okay, das war noch nicht der Boss. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Ich glaube, wir sind hier nicht so richtig. Nope. Ah, da geht's noch höher rauf. Näher ran. She can do it. She can do it. She can still see the secrets of the gods. She can think differently. So special. You can do it. Okay, scheint so, als müssten wir zumindest zu diesem Tor rüberkommen. Und die Teile können wir, glaube ich, von da nicht auf Linie bringen. Nope, ich behaupte mal, das geht nicht. Na dann, weiter in den Bauch der Hölle.
Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Gut. Jetzt müsste ich nur die richtige Position rausfinden. Ich dachte eigentlich, wir können vielleicht da hinten rumlaufen. Aber das war dem nicht so. Vielleicht doch noch da irgendwo eine Position. Ich meine, wieso sollten wir uns sonst hier herstellen können? Da tut sich nichts. Gar nichts. Na, das ist auf alle Fälle eine Position rechts davon. Behaupte ich jetzt einfach so mal. Wir müssten von irgendwo dort oben runter sehen, aber da geht's nicht mehr hoch. So eine Fluchtlinie. Gibt's da noch was? Habe ich da irgendeinen Gang übersehen? Wahrscheinlich bin ich wieder mal komplett blind. Da, von der Seite aus sieht man diese Holzstruktur. Schwierig. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder stundenlang in der Gegend rumlaufen. Da irgendwo eine Position. Ja, wir kommen da auch nirgends hin. Eigentlich. Da von links sehen wir sie gar nicht. Moment mal, von unten? Wieder unten irgendwo ein. Haben wir da noch irgendetwas übersehen? Ja, es hilft nichts. Ich muss den ganzen Weg zurücklaufen. Vielleicht cutte ich jetzt den Weg tatsächlich raus. Mal sehen, wie lange es dauert. Ha! Ich glaube, ich hab's. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber da. Das sieht doch gut aus. Puh!
Okay. Und jetzt können wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ging es hier hoch? Ich hoffe, ja, hier ging es hoch. Na gut, mal sehen, was uns jetzt erwartet. Sicher wieder irgendein bockschwerer Kampf. Oh, wie ich mich freue. Ha. Erzähl uns was, liebe Steinchen. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their fools, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Okay, war gar nicht so blöd, diesen kleinen Gang zu versuchen. Wir hätten dieses Tor nämlich nicht von der anderen Seite öffnen können. Oder? Theoretisch, wenn ich nicht komplett... Jo, passt. Jo, stellenweise läuft das Spiel ganz gut und dann stehe ich wieder komplett auf der Leitung. Aber 20 Minuten, ich glaube, jetzt setze ich tatsächlich einen Cut. Ich meine, 20 Minuten sind so nicht, weil ich dieses Rumlaufen wahrscheinlich mit Pitch reingeschnitten habe. Hier gibt es sicher wieder einen Fight, es wird ja auch schon dunkel. Wir machen das in der Folge und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wow! Das ist ein wilder Zeitgenosse. Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Steh auf. Quickly get up. Ja, quickly. Very quickly. Ich kann in die Richtung nicht ausweichen. Ich hasse das so sehr, wenn man sieht nicht, wo man steht und dann geht es einfach nicht mehr. Dann bleibt sie einfach hängen und sieht heldenhaft ihrem Tod entgegen. Ah, blöd. It's nearly over. Ja, das ist für sie immer. So, das ist schon wieder so ein Schattenheinzi. Ah, zu langsam. Zu langsam wieder. Puh. We did it. Vielleicht hätte ich es doch öfters durchgängig spielen sollen. Dann hätte ich nicht jedes Mal... Oh, die Blutspritzer sind ziemlich realistisch. Hätte ich nicht jedes Mal wieder aufs Neue... den Hintern versohlt bekommen, weil ich halt dieses Kampfsystem nicht mehr intus hatte. Na gut, Brücke reparieren und weiterlaufen machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, ich bin draußen für heute, ich wünsche euch was. Ciao, Baba.